Willst du eine Geschichte hören? Über Schatzsucher? Ich habe eine solche Geschichte für dich. Pandora. Hier sind wir zu Hause. Aber täusch dich nicht. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenplanet hier. Es heißt, hier geht es wild zu. Gefährlich. Es heißt, nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Dann bin ich vielleicht ein Irrer. Aber lass dich von Pandora nicht täuschen. Es gibt da eine Legende. Viele hier erzählen sie. Die Legende von der Kammer. Mein Vater hat auch immer von der Kammer geredet. Sogar noch am Sterbebett. Innovative Alien-Technologie. Unermessliche Reichtümer. Ruhm, Macht, Frauen. Da versteht man schon, dass so mancher junge Kerl, der diese Storys hört, vom Kammerfieber gepackt wird. Tja, ich kenne eine Geschichte, die klingt unglaublich. Aber sie ist wahr. Die legendäre Kammer existiert wirklich. Und zwar hier, auf Pandora. Und ein Schutzengel ist gekommen, um die Suchenden zur Kammer zu führen. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit den tapferen Abenteuren, dem Schutzengel. Und vor allem mit mir. Es ist ein herrlicher Tag voller Möglichkeiten. Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Du siehst aus wie ein toxikanischer Wrestler, der als Domina arbeitet. Und du, Soldat, sind das Rüstungsteile von den Crimson Lance, die du da anhast? Und was ist mit ihnen, junge Dame? Was haben sie drauf? Vielleicht können sie uns einen schönen Kuchen backen. Und du, Fleischklops da hinten, über dich mache ich mich nicht lustig. Dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Jedenfalls, ich gebe euch allen einen Rat. Hier ist die Luft rau und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, müsst ihr gerüstet sein. Klar, man kann sich bei Banditen oder sonst wo eindecken. Aber auf Equipment aus meinen Läden gibt's Garantie. Bloß wenn du stirbst, gibt's kein Geld zurück, weil du dann tot bist. War nur ein Witz. Wozu immer ernst sein? Und falls du nach der Kammer suchst, hast du einen harten Job vor dir. Also nicht knausern. Kauf dir, was du brauchst. Hör auf, Markus, ich bin Kaufmann in der siebten Generation und ich bin der Beste. Willst du wissen, wieso? Weil ich hier überlebe, hier in dieser Gegend.
keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Steig aus. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Hattest du das schon? Nee, aber ich nehme gerade auf. Mann, ist der leise, ey. Ich hab doch extra Stimmen auf ganz hoch gestellt. Ja, was passiert? Es ist nicht so wichtig, was die labern. Ja, jetzt initialisiert unser ganzes Hut hier. Oh ja. Denn wir spielen hier Borderlands. Mit Rapper Supper. Ja, ja, das tut man eben. Hervorragend! Ich registriere, dass dein Echo-Gerät voll funktionstüchtig ist. Hier entlang, bitte! Ja. Kannst einen Kuchen backen? Ich kann Kuchen backen. Na? Haben wir doch im Tutorial gehört, dass du Kuchen backen kannst hier in Borderlands. Das ist deine beste Fähigkeit, Kuchen backen. Auch gut. Ich kann nur rumlaufen. Och, hier hast du einen kleinen Klo gefunden. Ich bin stolz auf den. Ja, die Typen hier labern irgendwie leise. Könnt einfach auf die Untertitel gucken, wenn euch das interessiert, was der Roboter hier labert. Wichtig ist es, ne? Nee, das ist nur Tutorial-Zeug hier. Was muss man mehr wissen hier? Ist, man kann rennen und schießen. Und Punkte sind unsichtbare Mauer hier. Ja, die unsichtbare Mauer, ne, ist immer der größte Feind in Borderlands. Jetzt kommen sie ja gleich drüber gefahren. Pass auf. Ach, spoilert dann ja alles. Klar, spoiler ich alles. Komm, ich stell mich mal hier drauf. Kann der weiter? Ist alles war ich auch noch nie. Geld? Hä, sind die schon weg, oder? Ich bin blöd. Sind noch nicht mal gekommen. Musst erst dort an der Station irgendwas machen. Ist oh! Mann, sind das zu dumm fürs Tutorial. Ist auch gut. Da kann ich meine Farben einstellen. Nee. Ich spiel wie gesagt den Soldaten, Tauschblick. Ich spiel Kuchen backen. Dann ja. Das schon. Muss auch mal sein. Ja, ja, das sind einfach Stationen, wenn wir sterben, kommen wir dort wieder. Genug Claptrap. Ist der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Ist unsichtbar bei mir. Da ist er schon fort. Wie viel Geld gibt's denn dort? Hier ist sogar eine Waffenkiste. Bitte. Dort am Anfang schon. Ja, wenn man das nicht weiß, dann... So,
da haufenweise Zeug schon gesammelt hier, klar am Anfang, ich kack ab. Ah. Ey, hier ist auch noch ein Safe. Aber ich habe bloß das Haus gesehen, und, von dort oben auf der Mauer habe ich gesehen, dass dort was drauf liegt, da habe ich mal geguckt und auf immer war das Zeug. Wusste ich auch nicht. Man sollte sich eben immer umsehen und wo ist er denn? Hier drüben. Wo denn? Ich sehe ihn auch nicht. Da sind sie. Ja, da sind sie drüber. Der müsste hier drin sein, ich hab den die ganze Zeit irgendwie noch nie gesehen. Hm. Sind die beiden mal fertig, doch? Ja, jetzt haben wir alles kaputt. Gut. Ja. Gebt doch nur an. Ach, dort ist er jetzt auf einmal wieder. Sind sie weg? Diese Banditen haben was gegen uns, Claptraps. Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen herzustellen. Und wie ihr das seid, ist ein dummes... Das hat aber gedauert, das ist ein nutzloses Viech. Oh nein, so kann ich, oh ja, so kann ich schießen. Ich treffe heute wieder vom Feinsten. Ich habe auch nicht wirklich was getroffen. Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich habe noch zwei, also... Ich hab eins! Irgendwie sind wir schlecht, ne? Wir haben ein Tutorial schon fast. So ist es. Der scheiß Soldier hier eingetroffen. Sterbe, belebt mich mal wieder. Komm, Gegner. Ist mir scheißegal. Lebst, yay. Yay. Also ich schieß einfach erstmal immer links vorbei, immer rechts vorbei. Yay, yeah, Money. Hier, wenn wir schon im Tutorial Gott, mein Aim, oh Gott. Ich bin schon wieder, what the fuck? Das war die explodierende Kiste, die dort war. Genau. Wie man sieht, stirbt man nicht sofort, wenn man... umgelegt, ja, ne, aber man kann sich zwei Pistolen in der Zeit einen Gegner killt oder den anderen ihn wiederbelebt. Welche Pistole möchtest du haben? Nimm die. Ja, nimm einfach, die Pistolen sind eh nicht wichtig. Ich hab die ganze Munition eingesetzt. Die ist ja schon auf der 2, ne? Mit der mache ich den Gegner bestimmt Angst, mit der Pistole. Mann, wir haben immer noch keine Fähigkeit, ne? Ist auf Level 5, das dauert mindestens noch 3 Folgen. Ach ja, der macht das schon auf, ja. Ja, wenn wir so weiterspielen, dauert das noch mehr als 3 Folgen. Mhm. Wenn wir schon bei den Anfangsgegnern hier verrecken. Zieh immer alles absuchen, ne? Ja, hier hinten war irgendwo was. Müll, hier ist Müll! In dem Müll ist immer Zeug. Okay, das hilft. Nee, noch mehr Müll. SMG-Munition habe ich nochmal eins. Und mehr Combat Rifle. Die Waffe, die ich benutze. Mal abgesehen von der scheiß Pistole, aber die Pistole ist ja eh egal. Ich nehme es lieber als Combat Rifle, denn es ist... Hallo. Hey, nächstes Level. Ich hab noch nicht mal die Hälfte. Nee? Nee. Hab ich wahrscheinlich mehr Gegner gekillt als du. Kleiner Arsch. Arsch. Das ist wieder typisch. Ne? Obwohl. Mehr Müll. Obwohl. Am Ende ist das gar nichts mehr. Ich weiß vielleicht am Ende eh Gegner. Ja, eh Gegner. Jetzt wird sie sowieso nochmal verschieben. Oh ja, boah, schon fast wieder tot. Doch. Warum rennen wir eigentlich immer den Tränk besser?
Einer weniger. Diese Pistole ist Premium. Vom Feinsten. Ach, tot. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt. Ich melde mich bald wieder. Und die komische, der komische Schutzengel, wie er im Tutorial genannt wird, ne? Redet schon wieder mit uns im Kopf. Oh, wir sind in Firestone. Huhu. Und du plünderst schon wieder in Firestone. Ich würde gerne, ich komme bloß nur aufs Haus hoch. Gott, das hängt hier fest. Plünderst in Firestone. So, halt das war schon die erste Folge. Hier ist noch nicht viel passiert, außer 7 Minuten Tutorial. Und, nicht Tutorial, ja. Intro und Tutorial jetzt. Aber wir machen gleich weiter in der nächsten Folge von... wie ist das Spiel noch? Borderlands! Genau. Mit Paul, der sehr gut Kuchen backen kann. Oder Rapper Supper, ist auch egal. Back mir einen Kuchen! Stöhne so rund beim Rumspringen. Folge. Du sollst Kuchen backen. Ja, bis zur nächsten Folge.